sind heute im Phantasialand zum Start des Wintertraums. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder im Phantasialand unterwegs zum Start des Wintertraums. Heute ist der 20. November und ich bin sehr gespannt. Das letzte Mal, dass ich hier war zum Wintertraum, ist gefühlt 10 Jahre her. Gefühlt auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Und ich bin gespannt, was alles das Phantasialand alles zu bieten hat. Essen, Glühwein, Shows, Attraktionen. Ja, ich freue mich und das Wetter sieht jetzt nicht so, also ist bewölkt, aber soll sich halten und nicht regnen. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt alle wach nach Taron. War eine rasante Fahrt wie immer. Aber jetzt gehen wir Richtung Fly, damit wir schon mal die wichtigsten Attraktionen abgehakt haben und uns dann dem entspannten Teil des Tages widmen können. Ja, wir sind eine Runde geflogen und ich habe jetzt schon mal meinen Dutt wieder neu gemacht. Der war ja komplett im Eimer. Aber ich muss sagen, eine Runde Fly reicht mir auch, denn ja, ich finde es wirklich anstrengend, so zu liegen und die ganzen Kräfte, die auf einen einwirken. Aber es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, jetzt gehen wir mal Törtchen essen, denn die neuen Törtchen habe ich tatsächlich noch nie probiert, weil der Laden erst... Wir wollen Törtchen essen. Seit wann gibt es den Laden? Seit Sommer, ne? Seit Sommer. Ja. Seit Sommer gibt es Törtchen. Wir sind jetzt hier bei Törtchen und Co. angekommen und hier wird tatsächlich auch Schokolade gepackt und produziert. Hier seht ihr auch mal die Preise. Ihr könnt euch entweder ein Törtchen mit Getränk holen, 2 Eclair mit einem Getränk oder 4 Cremeküsse mit einem Getränk. Ich habe mich jetzt für das irgendwas mit Barock und Passionsfruchtmus Törtchen entschieden. Ich teile mir aber tatsächlich das Törtchen mit Brina. Also ich esse jetzt hier die Hälfte und dann esse ich noch Brinas andere Hälfte.
Und für mich gab es noch einen Kakao dazu. Kostet 8,90 Euro. Und man kann leider also die Törtchen nicht ohne Getränk kaufen. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte mich schon gern durchprobiert durch die ganz anderen Törtchen. Geht doch? Zum Mitnehmen. Ja, aber ab 17 Uhr erst. Da gehen wir nochmal shoppen zum Ende. Genau, ab 17 Uhr kann man die Törtchen tatsächlich mit nach Hause nehmen. Davor geht nur mit Getränk und Menü. Ja, die Wartezeiten sind heute wirklich echt entspannt und deswegen fahren wir jetzt auch nochmal eine Runde Maus und Schokolade. Wartezeit 10 Minuten. Das Törtchen fand ich ganz gut. Ich fand das, was ich als erstes hatte, besser mit der Passionsfruchtmus. Das zweite, was ich von Brina bekommen habe, war so ein Kugelhupf mit Mousse au Chocolat. War sehr, sehr schokoladig, fand ich auch gut, aber wenn ich das entscheiden müsste, fand ich das erste besser. Ja, und wir fahren jetzt eine Runde Mousse au Chocolat. Schnee! Schnee, nicht hier so Schaumschnee wie im Disneyland, hier richtig! Ja, hier liegt Schnee. Hat es hier etwa geschneit heute Nacht? Guck mal, sie ist direkt in den Relax-Modus. Anschnaller brauche ich sie nicht. Ach, brauchen wir nicht, okay. Aber Maske, ja, bei denen würde ich das mir nochmal überlegen. Hallo! Jetzt zu Crazy Bats, denn ja, wir haben jetzt gehört, seit neuestem gibt es auch wieder die VR-Funktion und ich bin sehr gespannt, ob mir dieses VR auch zusagt. Crazy Bats hat 15 Minuten Wartezeit und die Attraktion schließt tatsächlich schon um 16 Uhr. Ja, wir haben jetzt hier unsere VR-Brille bekommen. Sieht man sehr, sehr schlecht wegen dem Gegenlicht von dem Eisklotz. Sieht man es so besser? Nicht wirklich. Ja, aber die sind natürlich frisch und desinfiziert und die darf man auch erst in der Bahn aufsetzen und ich bin sehr gespannt. Ja, wir sind Crazy Bats gefahren und ich finde es tatsächlich eine sehr, sehr süße Geschichte, die man da sieht mit der VR-Brille. Sind natürlich, wie gesagt, frisch desinfiziert und es ist tatsächlich kostenlos im Ticketpreis enthalten. Ist in anderen Parks ja nicht so. Und das finde ich eine super Sache. Man kann sich dann entscheiden, mit VR oder ohne VR-Brille. Meine Freundin hat sich tatsächlich die Brille ausziehen müssen, weil mit Maske und Brille. Was denn? Ah, jetzt werde ich schon wieder gestört hier beim Film. Also ihr müsst damit klarkommen, dass ihr die Maske und Brille anziehen müsst. Es ist natürlich sehr, sehr eng im Gesicht, aber kann man mal machen. Ganz nett. Über eine Stunde würde ich mich aber dafür nicht anstellen. Ja, hier seht ihr mal die Glühweinpreise. Finde ich völlig in Ordnung. 2,90 natürlich mit Pfand, aber das kriegt man ja dann wieder zurück, wenn man das Glas abgibt. Und hier könnt ihr sehen, es wurde eine Schlittschuhbahn aufgebaut. Und ich glaube, ich bräuchte so einen Pinguin. Falls ich mich irgendwo, ich werde nicht auf die Eisbahn gehen, aber wenn, bräuchte ich so einen Kinderpinguin. Weil ich kann überhaupt keinen Schlittschuh fahren. Bei mir sieht das fast so aus wie bei dem Kind da. Aber sieht sehr schön aus. Ja, wir müssen uns eine Grundlage für den Glühwein schaffen und für uns geht es jetzt zum späten Mittagessen in die Taverne. Ja, ich habe mir den Leberkäse bestellt und es gibt drei kleine Fännchen oder Formen, Kartoffelsalat,
süßen Senf, normalen Senf. Da gibt es dasselbe. Und hier gibt es die Schnitzelpfanne für zwei Personen. Sieht richtig geil aus. Brina, isst du Kapern? Isst du Kapern? Nee. Nee. Ah ja. Ja, und hier nebenan kann ich euch leider nichts mehr zeigen. Die haben nämlich alles schon leer gegessen. War ein bisschen schneller als wir. Schaut in Daniels Video. Ja, der Daniel ist gerade schnellen Fußes unterwegs. Denn, irgendeine Baumshow, Zeremonie soll jetzt starten am Kaiserplatz. Und wir haben gut gegessen. Ich fand die Portion tatsächlich sehr, sehr groß für meinen Geschmack mit dem 3 Leberkäsen und Kartoffelsalat. Ich habe tatsächlich den Kartoffelsalat mit Brina getauscht, denn ich hatte einen nur mit Kartoffeln und Brina hatte einen mit Zwiebeln und Gewürzgurken und Speck und den fand ich tatsächlich ein bisschen besser. Ja, und jetzt versuchen wir mal Daniel einzuholen, den sehen wir schon nicht mehr, der ist schon über alle Berge. Die zwei Mini-Shows gesehen. Einmal, wo das Licht angegangen ist und auch jetzt einmal diese Wassershow. War ganz nett, kann man sich mal anschauen, aber ja. Jetzt laufen wir mal durch den Park und schauen uns mal jetzt die komplette Deko an. Ich finde es bisher sehr, sehr schön. Oder? Ja. Thank you.
Ja, hier gibt es Flammlachs und ich muss sagen, ich liebe Flammlachs. Ich zeige euch mal hier die Preise. Weil ich mal eins lesen konnte, also ich habe mir eins mit Baguette, das kostet 8,20 Euro. Ja, wir laufen jetzt Richtung Black Mamba. Ich esse parallel noch mein Lachsbrötchen, schmeckt wirklich gut, aber ja, der Park schließt demnächst und wir haben uns noch nicht die ganze Deko angeschaut, deswegen müssen wir uns noch ein bisschen spurten. Aber finde ich tatsächlich sehr schön. Sieht man aber sieht man schlecht in der Kamera. Das ist ein schön beleuchteter Löwe. Hier gibt es große Christbaumkugeln. Wir sind jetzt hier in Chinatown angekommen und ihr seht, auch hier ist es wunderschön dekoriert. Ich finde es wirklich sehr schön. Also bei Fly sind es gerade 5 Minuten Wartezeit. Tag hier am Kaiserplatz mit einem leckeren Crepe. Ich hatte eben schon Flammlachs und jetzt habe ich irgendwie Lust auf was Süßes. Wir haben eine Tour gemacht durch den Park und ich muss sagen, er ist wirklich sehr, sehr schön dekoriert. Sehr viel Mühe haben sie sich hier mit den Lichtern gegeben. Sehr, sehr viele Lichter. Überall an Bäumen, an Gebäuden, an Leuchtfiguren. Also wirklich sehr, 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 sehr schön. Der Park schließt ja jetzt um 20 Uhr, also um 8. Und ja, wir haben, glaube ich, jetzt kurz nach halb acht. Deswegen ja, ein Crepe und dann geht es für uns in die Bar. Den Crepe zeige ich euch gleich noch. Schon mal, glaube ich, Banane mit Nutella. Ja, dann gehen wir noch was trinken im Lingbao, aber da nehme ich euch später nicht mehr mit. Ich zeige euch den Crepe und dann beende ich den Vlog. Aber ich muss sagen, der Wintertraum lohnt sich, wenn ihr, geht, glaube ich, bis 20. Januar. Also schaut mal auf der Website vorbei. Aber geht tatsächlich lange noch in den Januar rein. Wenn ihr die Gelegenheit habt, herzukommen, kann ich es euch empfehlen. Die Wartezeiten bei den Attraktionen sind auch sehr, sehr human. Also kann man echt nichts sagen. Park macht natürlich erst später auf um 11. Hat aber dafür auch bis 20 Uhr offen. Ja, den Crepe habe ich euch jetzt nicht gezeigt, denn ja, es sah jetzt nicht spektakulär aus. Es gab auch keine Bananen mehr, deswegen habe ich dann doch Zimtzucker genommen. Und wir machen uns jetzt Richtung Lingbao, aber ich beende jetzt den Vlog hier aus dem Phantasialand und dem wunderschönen Wintertraum. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mich hier bei dem Tag oder uns bei dem Tag begleitet zu haben.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!